Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video mit NBA 2K19 My Team. Ich habe in der letzten Ausgabe angekündigt, dass wir diese Ausgabe mal nicht zocken werden, sondern dass es heute um die Packs und Token ausgeben gehen wird. Und das Wichtige ist nämlich hier. Wir kriegen das fehlende Logo, um uns dort die heiß begehrten 10 Tokens zu sichern. Da kommt schon. Bist du bereit, Folgendes abzuschließen? Ach siehst du, kommt sogar hier schon direkt so. Aber ist jetzt noch nicht auf unser Konto. Da müssen wir gleich nochmal bei der Spielersammlung, ihr wisst schon, müssen wir gleich nochmal gucken gehen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Arena. So, jetzt gehen wir hier aber mal hin auf My Team, meine Sammlung und auf Belohnungen. Da ist es doch. Die 10 Token wollen wir natürlich haben. Sind da jetzt bei 59, haben jetzt die Arena-Belohnung der Western Division. Und dasselbe machen wir natürlich auch für die Logos. Und dann haben wir insgesamt 69 Token. Geile Nummer. Geile Nummer. Wir werden jetzt aber als erstes mal ganz kurz gucken, was in diesen 4 Packs so für uns schlummert. Hier erstmal das Spielerpack der Dallas Mavericks. Gucken wir mal, was hier so für uns drin ist. Wir kriegen Dennis Smith Jr. Es ist ärgerlich, dass du hier bloß Goldspieler kriegst, weil die Silberspieler, die gehen im Auktionshaus weg zu horrenden Preisen zurzeit. Deshalb wäre es noch dreimal Gold. Gucke an. Wir kriegen Jaren Jackson Jr. Ist so ein bisschen der Junior Day anscheinend. Den haben wir doppelt. Okay. Müssen wir dann später mal gucken, was wir so für den kriegen. Gucken wir mal, was wir von den Pelicans kriegen. Hier kriegen wir... Oh, Peyton habe ich aber, glaube ich, schon. Ja, ich wollte schon sagen, Peyton habe ich schon. So, dann natürlich nochmal bei den Rockets. Hier kriegt man eine Nähe. Okay, warum denn nicht? Haben wir auch sogar noch nicht gehabt. Jetzt gucken wir hier einfach mal aus Geige. Wir gucken mal, was Peyton so bringt. Ich glaube, der wird nicht so viel bringen. Goldspieler. Leute. Was? Alfred? Ah, ihr seht selber. Obwohl 1000 kann man schon... Na, hier. Nee. Leute, was soll's. Heute ist eh mal so ein Video. Wir werden ihn mal... Komm, damit er auch weggeht. Für 850 werden wir ihn mal versemmeln. Und dann Jaren Jackson. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mit E war das, ne? Ja, ist er doch schon. Jaren Jackson Jr. Oh! Ah, für 1,6. 1,4. Leute. Der geht eigentlich für... Da kann man eigentlich das einfach mal riskieren. Scheiß doch der Hund drauf. Und da werden wir den mal für 1850 einfach mal hinsetzen. Ihr könnt ein bisschen was gebracht haben. Hier sind noch ein paar Verträge, die hier so rumschlummern. So, Leute. Und jetzt gucken wir mal. Bei... Eigentlich ist das doch beim Heimbildschirm. Genau. Belohnungen. Jetzt werden wir mal unsere heiß verdienten Token hier so... auf den Kopf hauen. Hier können wir ganze 8 Mann müssen wir uns auswählen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich mir Robert Horry holen möchte. Der wird auf jeden Fall geholt. Ja, wir wissen es. Sehr schön. Dann werden wir... Warte, ich will hier mal ganz kurz gucken... Ah, DJ Augustin, warum denn nicht, ne? Jay Williams. David West, da machst du eigentlich nichts verkehrt. Komm, David West werden wir uns auch nochmal mitnehmen. Ist auf jeden Fall gut, so eine Karten zum Ehen für den Sammlerstatus zu haben. Aber halt auch für gewisse Herausforderungen und so, dass man da nicht immer seine besten, Gary Payton immer natürlich mit, dass man nicht immer seine besten Spieler halt nehmen muss. Und selbst mit so einem kompletten Smaragd-Line-Up kann man schon ordentlich was reißen, Leute.
So, guck mal, wer hier noch so dabei ist. Dennis Scott, okay, sagt mir was. Work Be Free. Muss da eigentlich mitnehmen. Den haben sich sehr viele genommen. Was ist denn so besonders an ihm? Meistens wäre freier Wurf 93. Okay. Wird mitgenommen als Power Forward. Ist das natürlich mal eine richtig, richtig geile Bewertung. Wells sagt mir auch was. Devin Helms. McGee. Ja, McGee nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. So, jetzt haben wir noch die Qual der Wahl. Drei müssen wir uns noch mitnehmen. Hier Richard Jefferson war natürlich Spielerbelohnung bei 2K18 gewesen. Müsste eigentlich hier auch dreiermäßig ziemlich gut sein. Ah, 81, da gibt es auf jeden Fall bessere. Guck mal, was die Community so. Courtney Lee, bist du gut? Okay, Korbleger ist er ziemlich gut. Bedrängter Wurf ist er ziemlich gut. Dreier, Freier, Dreier. Den werden wir mal mitnehmen. Courtney Lee. 82er Overall-Wertung. So. Und wen haben wir denn noch so? James Posey sagt ihnen natürlich auch was. Sollte natürlich postmäßig ziemlich gut drauf sein. Auch dreiermäßig ziemlich gut. Stil. Ausdauer 90. Den nehme ich mir mal mit. Ich nehme mir mal mit. Ich weiß sonst wahrscheinlich eh nicht, was ich nehme. Bei Saphir muss man dann schon ein bisschen genauer gucken, Leute. So. Wen haben wir denn noch? Was hat denn die Community so ziemlich weh? Ach, ihn nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Sean Marion, nehmen wir mal sowas von mit. So, da haben wir 10 von 30, sind am Start. Rein theoretisch müssten die Saphir-Karten jetzt freigeschaltet sein. Jawohl! Leute, gucken wir mal, wen wir hier haben. Luke Longley, Perkins. 87er Wertung. Und Bowl ist natürlich Riese von Center. Trent, Grant, Tron K, Mario Elie, Brandon Knight, Chambert, Isaac Austin, Walt Frazier, Earl Monroe, Mario Chalmers, okay, Sean Bradley, och, riesiger Center-Spieler, ne? Könnte man sich auch überlegen. Da kostet einer 6. Mensch, Leute, da können wir uns ja 6, 7 Stück holen. Da fehlen uns ja dann bloß noch 3. Dann können wir ja schon in die Ruby-Liga. Dee Brown! Sehr geil. Von der Spielweise ein bisschen so wie Gibson. Also, wenn sie es zumindest das so aus 2K18 ein bisschen mit übernommen haben. Jeff T. Wir müssen auf jeden Fall, wer war hier mit einer 87er Wertung? Der wird mitgenommen. Da gucke ich gar nicht, wo er jetzt so gut ist. 87er Overall hat schon viel zu sagen. Ich werde mir auf jeden Fall Manute Bol mitnehmen. Einfach mal so riesiger Center-Spieler, der muss einfach mit. Wen haben wir denn noch so? Wen haben denn viele genommen? Guck mal. Warum wurdest du so viel genommen? Wegen Dank aus der Bewegung. Kontaktdank. Ich nehme mal mit. Aber auf jeden Fall Saphir-spielermäßig jetzt ordentlich was aufgebaut. Ich habe nämlich gedacht, hier kostet ein Spieler 12. Aber ich habe total vergessen, dass das nur 6 waren. Mario Elie. Korbleger, sehr gut. Dreier. Oh. 91er, Freier, Dreier. Freier, Dreier. Leute, da kommt doch hier schon ordentlich was rum. So, guck mal bei dir, mein Guter. Korbleger, sehr gut. Dreier annehmbar, Freiwurf in Ordnung, ist natürlich ohne kleine Dunking-Maschine, wenn du jetzt noch schnell bist.
Okay. Für die Stufe auf jeden Fall. Wird mitgenommen. Und ich glaube, ich werde mir noch. Ich meine, ich kann mir ja dann später eh noch drei raussuchen. Ich werde mir Lonely noch mitnehmen. So. Und dann haben wir tatsächlich 7 Stück schon. Das ist eigentlich komplett unerwartet für mich jetzt hier gewesen. Da fehlen mir quasi bloß noch drei. Der Domination halt zocken, ne? Dadurch geht es nach vorne. Und dann kommen nämlich irgendwann mal die Ruby Player. Und da wird schon interessant. Die haben 12 gekostet. Okay. Staudemeyer, habe ich Bock drauf. Ah, okay. hier war auch Scottie Pippen. Rick Barry. Auch Dreiermaschine. Ah, Hersey Hawkins habe ich natürlich auch bei 2K18 richtig viel gezockt mit ihm. Hier haben wir Scottie Pippen noch am Start. Ne? Das ist natürlich der, den wir alle wollen. Isaiah Ryder, auch mega interessant. Richmond, auch mega interessant. David Wesley, okay. Dennis Rodman ist hier auch am Start, du ahnst es nicht. Bill Walton, Duckworth, Kersey. Ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Hier gibt es natürlich nicht so viele Spieler, ne? Aber auf jeden Fall, Bogues ist so ein Kandidat. Hawkins, definitiv. Rick Barry, Scottie Pippen. Isaiah Ryder. Müssen wir auch Zähne holen, ne? Okay. Zähne müssen wir holen. Dann eh irgendwann mit der Zeit. Wen gibt es denn so bei Amethyst? Wir gucken doch eh, Leute. Auf wen haben wir denn richtig Bock? Na, auf Dirk natürlich. Der muss ja ganz einfach. Bibi, sehr gut. Sloane. Auf jeden Fall Bibi. Aber ihr seht schon, hier braucht man dann 30 Token. Also da geht es dann schon nach vorne. Und Diamant, hier gibt es ja auf jeden Fall einen Carmelo Anthony. Da ist eh ein langer Weg, bis es dahin geht. Aber der wird es auf jeden Fall werden hier bei mir. Alle anderen sind mir ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Hauptsache, ich krieg mein Mellow. Stachewicz, ist natürlich auch nicht so schlecht. Na, und rosa Diamant, Leute. Wir können ja mal ein bisschen träumen. John Stockton auf jeden Fall. Die Kombe ist mit dabei. Richtig geil. Natürlich Tim Duncan. Haben wir 2K18 richtig viel gezockt mit. Aber ihr seht selber, 150 Token. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es geht nach vorne. Noch drei Saphir-Spieler. Und da kommen wir hier in die für uns interessante Region zu den Ruby Players. Leute. Mein Team, wo sind wir denn jetzt? Okay, 50 Karten fehlen noch zum nächsten Sammlerstatus und ich weiß gar nicht, was es da gibt. Magere 10 Token. Also das ist wirklich eher schlecht als recht. Ja, mein Team, meine Sammlung und da muss ich dann mal in Ruhe gucken, dass ich mir dann mal hier so eine Aufstellung noch zusammenbastle. Ach, seht ihr hier, Jokic habe ich mir übrigens noch geholt. Und wenn wir hier gerade mal so sind, bei meinem Team, bei meiner Sammlung, ich habe nämlich auch die Sammlung der Orlando Magic vervollständigt. Die war nämlich ziemlich günstig gewesen. Habe jetzt immer ein Auge noch auf die Denver Nuggets. Das Problem ist nur, wenn ich hier mal nach den Spielern gucke, was die hier für Silberspieler haben wollen, das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Dann Beasley war auch sehr, sehr teuer. Und Greg. Der ging eigentlich für 3er, 4er, okay, jetzt ist es wieder noch mehr. Also es ist echt der Wahnsinn, Leute. Ich weiß gar nicht, bei wem hatte ich noch schon ziemlich viel gehabt. Ja, bei Oklahoma City ist natürlich das Problem, dass du dir einfach mal einen Russell Westbrook holen musst. Und klar, irgendwann wäre es geil, mal einen Amethyst-Spieler zu haben. Aber ich komme bis jetzt mit meinen Ruby-Playern noch richtig gut klar. Ja. Das soll es gewesen sein für heute. Darüber wollte ich mit euch reden. Nächste Ausgabe werden wir uns dann tatsächlich mal an das Spiel der Western Division, der NBA All-Stars aus der Western Division mit ranmachen. Da gibt es auch noch ein paar Token. Was haben wir gesagt? 6 Stück. Schöne Sache. Da geht es auf jeden Fall nach vorne, Leute. Gut. Das soll es gewesen sein. Viele neue Spieler für mich heute am Start gewesen. Auf jeden Fall viel, wo ich jetzt gucken muss, wie ich das am besten mache. Ja, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.